Moin, heute gibt es einfach nur ein ganz kurzes Update-Video bezüglich eines kleinen Bildes, welches Crytek auf den Social-Media-Kanälen gepostet hat. Crytek hat gestern dieses Bild hier gepostet. Einmal sehen wir Sheriff Hardin und was sehen wir auch noch? Richtig, ein Maul, beziehungsweise die Kameraposition aus einem Maul heraus. Und all das fügt sich jetzt langsam wirklich schön zusammen, denn in vergangenen Videos habe ich ja auch schon bereits darüber berichtet, dass es wohl so aussieht, als würden wir demnächst einen neuen Boss bekommen, beziehungsweise etwas Boss-ähnliches. Wir wissen ja bereits schon, dass bald irgendwann mal ein freilaufender Boss kommen soll. Und so wie das ganze Event momentan abläuft, plus alle Trailer und sowas, was wir erhalten, sieht es ganz stark danach aus, als könnte es tatsächlich demnächst einen Gator, also einen Alligator-Boss geben. Dieses Bild spricht da, finde ich, schon relativ eindeutig dafür, dass zumindest so ein Wesen reinkommen wird. Ob das am Ende der fertige Boss ist, das wissen wir natürlich nicht. Es könnte auch was anderes sein. Aber das Bild ist auf jeden Fall schon mal soweit ganz cool. Ansonsten auf dem Bild, wie gesagt, können wir Sheriff Hardin erkennen. Darüber hinaus können wir aber noch eine weitere Sache erkennen. Und zwar steht Sheriff Hardin im Regen. An für sich soweit nichts Besonderes. Kann natürlich einfach nur sein, dass sie es reingemacht haben, weil das cool aussieht. Tut's ja auch. Aber es könnte auch noch einen anderen Sinn verfolgen. Sondern wissen wir bereits auch, dass die Entwickler an einer weiteren Wetterbedingung arbeiten. Das haben sie in ihrem Roadmap-Video in der Vergangenheit bereits bestätigt, dass wir in Zukunft eine neue Wetterbedingung bekommen könnten. Und was passt da natürlich sehr gut rein? Was haben wir nämlich noch nicht? Regen. Somit könnte ein kleiner Teaser sein, dass wir demnächst Regen haben werden. Wäre ich mal sehr gespannt, wie sich das auf das Gameplay auswirkt, denn tatsächlich würde man dann wahrscheinlich relativ wenig sehen, je nachdem wie stark der Regen ist und vor allem viel, viel wichtiger, man würde schlecht hören und somit würde eine der wichtigsten Mechaniken in Hand Showdown erstmal so ein klein wenig zurückfallen. Ansonsten kommen wir nochmal zurück auf das Maul des Alligators. Wie gesagt, das Bild des Alligators ist nicht der erste Teaser diesbezüglich, sondern gab es einmal schon mal den Trailer mit dem Reaper und dann nochmal einen Trailer, der später veröffentlicht wurde, wo wir dann sehen, dass irgendwelche Hunter einfach im Wasser, unter Wasser gezogen werden. Und ja, wir können davon ausgehen, dass wir in den nächsten paar Monaten wirklich Alligatoren im Spiel haben. Sei aber nicht so viel gesagt, als ist das definitiv der Boss, sondern könnte es halt auch etwas anderes sein. Vielleicht auch einfach nur neue AI, also neue KI-Gegner im Allgemeinen, was jetzt nicht boss-spezifisch sein muss. Wenn ich mich festlegen würde, würde ich aber sagen, ja, demnächst wird es einen neuen Boss in Hand Showdown geben. Dieser wird dann wahrscheinlich durch die Flüsse sich bewegen und dieser wird dann halt einfach ein Alligator sein. Ansonsten, was sind eure Meinungen bezüglich eines Alligator-Bosses und glaubt ihr, wird es wirklich ein richtiger Boss oder wird es eher etwas sein wie zum Beispiel Teufelsfische, die dann halt einfach eine abgewandelte Form haben, die dann auch an Land gehen können und so weiter? Eure Meinung diesbezüglich gerne in die Kommentare. Ansonsten, was ist soweit von meiner Seite? Ich bedanke mich noch recht herzlich fürs Zuschauen und dann sehe ich euch im Bayou, euer Cheft.